Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 181. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ja, ich treibe mich hier auf meinem Server rum und schaue mir Dinge an, die von den Spielern gebaut wurden. Über 150 Leute waren mittlerweile hier. Auf meinem Server kannst auch du spielen. Informationen, wie du auf den Server kommst, findest du beispielsweise in meinem Forum www.daloriot.de. Ja, und vielleicht hast du ja auch Lust, mir hier irgendeine schöne Basis zu bauen, ein schönes Raumschiff oder so. Also nicht für mich, sondern einfach, dass ich es dir zeigen kann. Ja, und machen wir mal weiter. Wir sind hier im Kepler-System. Ich schaue mir die Sachen an vom Phoenix 1995. War das 1995? Andrew Cooper 667. What? Das ist dann wahrscheinlich eine Base, die vom Phoenix hier gesetzt wurde, weil ich glaube, Phoenix hat die ganze Sache hier zusammengestellt. Also das ist ja praktisch eine Station mit mehreren Raumschiffen. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, die Augen offen halten. Ich schaue mir mal einfach jedes rote Schiff an. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Informationen. Oh, ohne Gangway. Da müssen wir uns hier rinrumpeln. Oh, und ein Cockpit im geschlossenen Raum. Das sieht man allerdings auch selten. Beifahrersitze, Haufen Tanks. Da oben sind die Düsen. Ja, spärlich, alles recht rudimentär, aber es fliegt und das ist das Wichtigste und das ist selbst gebaut, nehme ich mal an, vom Twin. Jetzt mich ja hin und her rissen. Ich glaube, das ist das zweite Schiff vom Twin, was wir hier sehen. Weiß ich nicht, ob es ein Phoenix oder Twin ist, weil ich glaube, beide haben hier gespielt auf dem Server. Na, schauen wir mal ein bisschen weiter. Oh, schwarzer Flitzer. Na, schöne Form. Nice. Haben wir hier eine Tür? Ich glaube nicht, wa? Dafür wird der Innenraum nicht reichen, oder doch? Tatsache. Ja. Viel Platz ist ja nicht. Muss man praktisch rückwärts rennen, wenn man sich hinsetzen will. Ansonsten schafft man sich das kaum zu drehen hier. So, Information mal bitte. I-Cluster-Flux. Okay. Ein Namen, den ich noch nie gehört habe. Und der vermutlich nicht auf dem Server ist. Also das Schiff scheint hier im Workshop zu geben. Okay, dann machen wir hier mal weiter mit der Base. Hier geht's fette Treppe hoch. Große Hange. Ach, das ist diese Büchse, die von draußen praktisch rangetackert wurde, behaupte ich jetzt einfach mal. Also wir sind schon außen, als wir hier rangeflogen sind an dem Ding vorbei. Oben mit der Treppe, guck mal hier. Hier stecke ich im Spalt fest. Das haut nicht so ans Hin, was du hier gebaut hast. Halb so wild. Ups. Nimm nochmal jemand den Flügel weg. So. Nächste Hangarklappe. Die müssen eigentlich wieder rausführen. Ja, Tatsache. Weil das Ding hier, wo wir eben vorher standen, das ist praktisch ein. Machen wir Jetpack an. Praktisch ein großer Karton, der hier ran geheftet wurde. Gut, dann haben wir die Seite hier von der Base gesehen. Dann kommen wir hier wieder raus. Und können uns hier dieses etwas größere Schiff ansehen. Sind hier überall Lampen an dem Ding dran? Tatsächlich, ja. Auch cool. Hier steht ein ICE drauf. Ach, eine kleine Lokomotive. Ist das süß. Was hat das mit einem ICE zu tun? Man weiß es nicht. Zweiter SV oder gehört das noch zum Schiff? Nee, das ist. Wobei, ist jetzt schwer zu sagen. Moment, nee, das scheint. Na, aufbleiben bitte. Ich würde sagen, dass das mit zum Schiff gehört. Also, dass das nicht irgendwie oben drauf gesetzt ist. Nice. Ja, suchen wir uns aber die erstbeste Tür und gehen da mal rein. So. Das ist hier ein bisschen
Storage-Bereich, ein Haufen Kisten, Konstruktoren, ein paar Tanks. Okay, und wieder raus. Ah, sieht schon nice aus, oder? Schon cool. Auch schön texturiert, schön beleuchtet. Gefällt. Ein Garten. Okay. Sackgasse. Ja, Sackgasse. Nochmal hier auf Glas oder was? Macht das den Eindruck? Noch hier hinten um die Ecke. Hier ist dann wahrscheinlich noch ein Garten. Jawohl, fehlt ein Block. Abkürzung irgendwo hin. Ah, geschlossener Raum. Hier Düsen. Und ich stand nur an der Kante, halte ich mal kurz fest. Ich bin automatisch reingefallen. Oh, Jetpack wieder aus. Das könnte ein LCD sein oder ist ein LCD. Da sollen wohl irgendwann mal Informationen stehen. So, hier geht's hoch zum Cockpit. Gucken wir mal hier weiter. Also die Form ist schon irgendwie nice. Also dass das alles so rund gehalten ist, das nimmt zwar wahnsinnig viel Platz weg. Von der Sache her sieht aber cool aus. Oh, hier geht es dann weiter runter. Das packen wir uns mal vor. Es ist natürlich schwierig, sich hier einen konkreten Weg durchzuplotten irgendwie. Der Warpkern. Schön in Szene gesetzt mit Generatoren darüber. Laufen wir einfach mal weiter. Lassen wir uns mal treiben. Was ist das jetzt? Ah, hier ist jetzt kein Gravitationsonkel. Hier verlässt uns praktisch die Anziehungskraft. Hangarbereich. Oder? Könnte man sagen, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir rausgucken können. Ach, weil wir hier auf der Plattform draufstehen. Okay, das ist die Plattform. Gehört nicht mit zum Schiff. So. Ja, was haben wir hier? Ist das nicht auch so ein bisschen Star Wars mäßig? Rein von der Sache her? Man meinen, ne? Hier kommen wir rein in das Ding hier von oben. Also praktisch Zugriff auf den Sessel. Haben wir schon ein paar Mal erlebt. Zur Information. Commander Ray 195. Kleine Traumschiff. Leute, denkt dran, Namen vergeben. Aber wenn irgendwann mal irgendwas wegkommt von euch, dann ist es super schwer für uns Admins beispielsweise nach kleiner Raumschiff in Klammern KR zu suchen, weil das ist der Standardname, den gibt es ein paar Mal auf dem Server, weil ihr Nasen vergesst, Namen zu vergeben. Dasselbe mit Basen, mit großen Raumschiffen. So, ist das jetzt hier wieder der Weg zurück? Das ist der Weg zurück. War aber hinten fertig oder kam da noch was? Nee, hinten noch mal durch, oder? Nee, da ist noch eine Glaswand. Dann haben wir hier wieder Anziehungskraft. Ja, sieht gut aus. So, einfach eine Crafting-Kammer. Okay, hier scheint es Lücken zu geben, was die Gravitation betrifft. Jo. Was fehlt denn auch? Nach unten können wir noch an diesem einen Aufzug. Hier war und da vorne geht es noch runter. Ah, kann man vorstellen, dass sich die Wege vielleicht irgendwo treffen werden. Schauen wir mal. Oh, hier wird's eckig. Was hier passiert? Kisten. Moonkisten? Nee, treffen sich die Wege doch nicht. Oder? Kriegen wir mal hier in die Ecken. Nee. Ja, zurück. Wo waren die? Hier waren sie. Eine Treppe rechts und eine links.
Wo führt die nun hin? Eine Tür, noch weiter runter und raus. Okay. Schiff kam hier ein bisschen größer vor. Haben wir wirklich alle die gesehen? Wir haben den Warpkern gehabt, wir haben das Cockpit gehabt. Gärten haben wir gesehen. Ich meine, muss ja auch nicht alle zugänglich sein. Das kann ja auch sein, dass manches einfach komplett massiv ist. Boah, da oben Cockpit-Sektion. Ja, manchmal täuscht das auch von der Größe her, dadurch, dass hier die ganzen schrägen Blöcke sind. Beispielsweise hier in diesem Ausleger wird wahrscheinlich kein Raum drin sein. Das ist rangebaut. Hier kann kein Raum drin sein, von der Sache her. Naja, gut, vielleicht doch ein kleiner hinter der schrägen. Ja. Aber schickes Schiff. Wussten wir oder haben wir eine Erfahrung gemacht, von wem das ist? Eigentlich nicht, oder? Das ist die Orbitalstation. Pack mal ein. Reicht das, wenn ich dich angucke? Ne, Orbitalstation. Müssen wir uns auf das Ding irgendwie aufstellen oder so. Und wir stellen uns rauf, wir gucken dich an. Ezra. Großes Raumschiff. Von Bia Voldoraj. Oder wohl, ja, irgendwie so. Ja, also ich weiß nicht zu 100% von wem diese ganze Anlage hier ist. Das könnte der Twin sein, könnte aber auch Phoenix sein. Beide Namen, na, beide Leute, die hier auf dem Server spielen. Wie kommen wir denn an die Seite hier ran? Ich sehe keinen Zugang. Außen rumfliegen. Mal gucken. Oder oben? Eventuell hier oben drauf. Eine Luftsäule. Nee, das sieht halt massiv aus. Gucken wir mal an der Seite. Das ist aber merkwürdig. Ich meine, wer möchte schon außen rumgehen, wenn hier drinne, was weiß ich, der Zahnarzt ist oder so? Okay. Dann brechen wir mal rein. Ja, wenn ich gerade steuere, zieht es mich jetzt wieder nach unten. Das ist wieder diese Admin-Steuerung, die auch nicht so wahnsinnig toll ist. Nee, also diese Geschichte hier. Ja, ich drücke W und was passiert? Guck mal, ich drücke W. Weil dieses Schiff oder diese Station hier nicht gerade ausgerichtet ist. Das ist praktisch bloß zum Gucken von außen sozusagen. Kann ich hier laufen? Haben wir hier Anziehungskraft? Nee, haben wir auch nicht. Hier schweben wir einfach bloß irgendwie in der Luft. Ladies Crew Marker. Quarters, okay. Frauen werden hier offensichtlich von ihren Männern getrennt. Richte mich doch mal geradeaus. Also, das ist ja wirklich ein Albtraum hier. Also, die Bewegung, wenn keine Gravitation da ist, da als Admin ist Tatsache ein absoluter Albtraum. Ich mach den Admin wieder aus. Macht den Jetpack wieder an. Das fahren wir nämlich. So, was uns noch fehlt, ist hier dieses rosa Zäpfchen. Weiß man auch nicht. Das ist ein urig langer Aufzug, den müssen wir uns nicht geben. Hier unten ist nichts drin. Ist einfach bloß ein großer leerer Raum. Haben wir am Anfang ja gesehen. So, hier bappt ein Bus dran. Okay. Ein kleiner Bus. Warum auch nicht? Nice. Kommen wir hier rein? Da kommen wir rein. Na, das nenne ich mal einen Transporter. Gut. Also die Bewegung ist dermaßen bescheiden hier. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Man weiß es nicht. So, ich denke, hier ist unten. Hangar-Landeplattform. Hier in Konstruktoren und Co. an der Decke. Oder an der Wand. Na gut, im Space könnte es ja egal sein, wo oben und unten ist. Ne? Eine Sache hier. Okay, ich mach's mir einfach. Dachte ich mir kurz, aber das ist hier schon einfach. Das Problem ist, ich kann mich einfach nicht
gerade ausrichten. Ich habe einfach keine Null. Ich bin jetzt im Admin-Modus. Ich drücke jetzt W, also W für vorwärts. Und was passiert? Ich bewege mich hier irgendwie schräg. Das lässt sich alles von der Steuerung her unmöglich planen. Das heißt, Leute, richtet eure Schiffe geradeaus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, oder auch Basen, dann ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass ich mir die komplett ansehe. Weil so, ich verliere hier einfach die Lust, weil ich kriege hier Schweißausbrüche, ich kriege hier feuchte Pfoten, schon allein, weil die, also einfach nur, weil die Steuerung so schlecht ist. Ich versuche jetzt krampfhaft nach vorne zu kommen. Ich drücke W und was passiert? Ich lande irgendwo, ja, im Nachbargestirn. Admin aus hier? Ne, Jetpack ist aus, jetzt ist der Admin aus. Jetzt kann ich mich wieder einigermaßen gewohnt bewegen. Also Jetpack-mäßig. Ja, das würde ich sagen, was final für das Kepler-System. Ich denke, dass wir hier auch alles jetzt abgeschwenkt haben. Wie gesagt, wenn ich irgendwas übersehe, ihr meint, ich sollte das noch zeigen. Bei mir auf Dalo Prime, also meinem Planeten, da gibt es eine Base, die ich gebaut habe. Die kennt ihr auch aus dem Let's Play. Müsst euch die ersteren Folgen ansehen. Und auf dieses Display, auf dieses LCD, könnt ihr mir aufschreiben, hey Dalo, da und da musst du nochmal hin, dem System, der Planet, da habe ich was gebaut, da warst du noch nicht. Dann fliegt auch gerne nochmal hin. Das bezieht sich in erster Linie auf die Systeme, in denen ich noch, in denen ich schon war, natürlich, ne? Ja. Dann nehmen wir Platz. Wir machen uns hier die Texte wieder an. Ich muss die Triebwerke anschalten. So, eigentlich hatte ich mir doch schon eine Sprungadresse markiert. Warum wird die mir nicht gezeigt? Weil ich wollte doch, guck mal hier. Sektor hast du nicht gesehen. Sektor 56. Haufen gelbe Pfeile. Ja, einige Pfeile könnten auch. Wieso haben die dann alle Markierungen und Pfeile? Man weiß es nicht. Sind noch irgendwelche Informationen, wer von wem das sein könnte? Nee. Gulbergli, MK4, Kepler, Ezra, Struckfield, nee. Ich weiß nicht genau, von wem diese Anlage ist. Und da seht ihr dann auch wieder die Vorteile, Namen zu vergeben oder irgendwie Schilder aufzustellen. Was ist denn hier jetzt los? Warum, Außenansicht, wieso sehe ich jetzt hier das System nicht, wo ich hinspringen will? Was soll denn das? Weil er zeigt mir den Dalo-Transporter an. Das ist ein Pfeil, den ich niemals erreichen werde, wenn ich hier gucke. Hier diese vier Pfeile unten links in der Ecke, davon sind doch, oh, sind fünf Pfeile sogar. Das sind hier die Geschichten. Und der Pfeil, der da jetzt noch ist, das ist der Dalo-Transporter. Was soll denn das? Was soll das? So, wir machen es mal nochmal, weil wir ja, was weiß ich, anscheinend ein bisschen Probleme mit uns selber haben. So, wir klicken das hier an. Wir klicken Ziel erfassen. Haben wir irgendwas vergessen? Soll man noch irgendein Gedicht aufsagen oder irgendwie sowas? Da hinten, Sektor 56. Leck mir die Bullen. So, Gas heben, K drücken. Oh, was haben wir hier? Ein Haufen Sternennebel, Shipyards. Warum werden mir Sachen angezeigt auf 14 bzw. 11 Kilometer Entfernung, wenn ich sie nicht entdeckt habe? Warum stecken da Fähnchen? Die muss ich mir doch schon mal irgendwann markiert haben. Ja, das sind anscheinend meine eigenen Markierungen. Merkwürdig. Aber Xeno-Shipyards an sich kennen wir. Dann machen wir mal Folgendes. Ich sag mal Ents und er zeigt mir alle Entities an. Also alles, was hier in diesem Playfield ist. Okay. Ach, hier sind wir doch schon mal durchgeflogen, oder? Diese ganzen Shipyards, kann ich mich doch dran erinnern. No Faction. No Faction Alien, das könnten ausgeschossene Kerne sein. Könnte sein. Man weiß es nicht. Ressourcen, meine Wanne mit dem, was drin ist, und das war gut. Hier gibt es nichts vom Spieler gebauten. Also, jetzt hier die ganzen Shipyards abzufliegen, das
das ist mir zu langweilig und das bringt nichts. Weil ich will ja die Sachen zeigen, die ihr gebaut habt und nicht die von Ilian kommen. Die sehen wir ja sowieso ab und zu mal. Oskutun, Kepler, na, dann auf nach Lumia. Na. Volle Drehung. Und Attacke. Ein neues, frisches System. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwarten wird. So. Lass mir nochmal die Entities geben. Weil ich will einfach nichts übersehen. Und jetzt hier jeden Winkel abzufliegen, ich glaube, das ist auch ein bisschen zu viel verlangt ist. Asteroiden, Carrier, Shipyard, Planetenhüpfer, GR, Repair Satellite, Dalorana. Also ein bisschen was gibt es hier von Spielern? Vom Diego. Okay. Okay, dann müssen wir uns die mal alle anzeigen lassen. Mit dem Map-Befehl wird alles offengelegt, was es hier in diesem System gibt. Und das nutzen wir nochmal aus. Wir setzen hier einen Marker, hier ein und hier ein. Das ist noch irgendwas hinter dem Planeten. Nee. Gut, und das haben wir uns jetzt vorgemerkt. Das gucken wir uns jetzt alles an. Wahrscheinlich nicht mehr jetzt, sondern in den nächsten Episoden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.